Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zum neuen Video. Wir schauen uns an Deutschrap Samples, die du noch nicht kanntest. Folge 1, mal wieder ein Video von Mr. Sample, dem Zweitkanal vom lieben Boss Explosive, den ihr auf jeden Fall abonnieren solltet, supporten solltet, weil diese Videos absolut geil sind, ich süchtig nach ihm bin und mir die jetzt alle hintereinander reinknalle. Und ja, er sagt mir jetzt hier Deutschrap Samples, die du noch nicht kanntest, und ich kannte von den meisten berühmten, da habe ich die schon nicht erkannt. Ich kannte die Songs meistens, aber ich bin nicht direkt drauf gekommen. Mal gucken, ob ich dann hier überhaupt irgendeins errate. Wäre ja schon mal was, wenn ich vielleicht ein oder zwei schaffe hier. Mal schauen. Weil das sind dann wohl nicht so offensichtliche, beziehungsweise nicht so bekannte oder nicht so gut hörbare Samples. Dann schauen wir mal. Also beziehungsweise nicht so gut raushörbare Samples. Ich bin mal gespannt, was so dabei ist. Freunde, wir hören einfach mal rein. Let's go. Okay, wo ist das denn drin, bitte? Wir laufen schnell, doch leben langsam. Kenne ich nicht den Song. Vielleicht ein Haufen Geld. Irgendwann mal, irgendwann kommt nach RBA die Flut. Das ist meine Traumwelt. Hier geht es mir gut hier. Kenne ich auch nicht. Wird natürlich schwer für mich, irgendwas zu erraten, wenn ich die Originalsongs, also die Deutsch-Rap-Songs, nicht kenne, tatsächlich. Oben kämpft, wer es schafft, wird dann auf den Thron erhängt. Der ist unter anderem, ist das ein Sample aus der VBT-Runde von Asthmatics oder aus der VBT Splash-Quali von Asthmatics, weil ihr das noch kennt. Wer kennt noch Asthmatics oder Asthmatics, keine Ahnung. Daher kenne ich das Sample. Also das wurde oft verwendet an vielen Beats. Keine Ahnung, welchen er jetzt hier nimmt, welchen Song. Das ist mein Jahr, alles geht jetzt klar. Ich hab geträumt, meine Träume werden wahr. Kenne ich sogar den Song, ja. Habe ich aber vielleicht ein, zwei Mal gehört, höchstens. Das sieht dann so aus, ich kauf das Hochhaus, in dem meine Mutter wohnt, und schenk es ihr. Hier. '83, Leute wundern sich, das macht nichts, wurde ein Kind geboren, so unverschämt fantastisch. Auch vielleicht nur einmal gehört, wäre ich auch nie drauf gekommen. Geht paar Jahre weiter, dann wurde das ziemlich drastisch, als Hip-Hop in mein Leben kam, und ich merke es fast, ich war ein... mir im ersten Moment auch echt gar nichts. Es sind Straßengeschichten, die all diese Narben berichten. Ich wusste gar nicht, dass Kalim schon so lange am Start ist, ehrlich gesagt. 2016, ich dachte, der ist ein Newcomer im Prinzip. Krass, wusste ich echt nicht. Guck dich um, die Zeit fliegt vorbei, wir sind immer noch hier, um die Last zu ertragen, wird Gift konsumiert. Das ist doch Kolle, Alter. Das ist Zuhälter Tape 4. Tote Präsidenten. Was? Hä? Bin ich jetzt lost? Ist das nicht von Kolle ein Sample auch? Tote Präsidenten, meine Best Friends. Okay, hätte ich jetzt Kolle gedacht. Oder hat er das auch irgendwo benutzt auf irgendeinem Track? Ich meine schon, oder? Oder vertue ich mich jetzt gerade richtig krass? Ich mache mehr M's als M&M's, Cashman, immer auf der Suche nach Investment. Doch in der Liebe gibt es leider keine Bad Band. Das ist doch wieder, das ist jetzt aber Kolle, oder? Zu älter Tape. Ja, Junge, sag ich doch. Pumpkin Low. 24-7 Hasseln für ein Sandstrandhaus. Mondschein reflektiert. Ist der noch von Rispo produziert gewesen, der Beat? Auf 12. Tape 4? Echt? Ich puste Dollarzeichen Richtung Firmament. Alles Scheiße von Favorite, oder? Oder alle Scheiße?
fahre den Dingsbus. Deine Mama will Zungenkuss, drum trage ich Mundschutz. Sicherheit geht vor, ich ficke deine Hor. Stürmischer Sex, deine Ex wird mit nem Gürtel verdrescht. Digga, hätte Faith einfach durchgezogen, ne? Dieser Track ist so geil. Ich hab den so oft, vor allem mit dem Kollegen, auch der feiert den auch brutal hart. Grüße an dich, Chris. So oft gehört damals. Mega geil. Ich fahre den Bumsbus, deine Mama will Zungenkuss, drum trage ich Mundschutz. Sicherheit geht vor, ich ficke deine Hor. Stürmischer Sex, deine Ex wird mit nem Gürtel verdrescht. Bevor du sie zerreißt. Ist das der? Ist das von 40? Oder vertue ich mich jetzt gerade krass? Ich meine, das ist von 40. Okay, vielleicht vertue ich mich gerade doch krass. Ist, glaube ich, doch was ganz anderes. Oder er hat den auch benutzt. Du Hurensohn! Ist knapp daneben. Ist knapp daneben. Kann aber sein, dass 40 den auch mal benutzt hat, aber ja, ist jetzt nicht ganz nah dran an KIZ mit Hurenso. Du Hurensohn, ich mache ein Festival auf deinem Grab. Probier den Quickbox noch ein drittes Mal und ich zieh dir die Prothese ab. Homer spielt Steel Drum? LOL? Kenn den Song nicht. Treuer Begleiter beim letzten Besuch, hätte ich dich um ein Haar nicht wiedererkannt. Streif ziellos durch Schilf, schoss den Kranichen zu. Wo du wandelst, vertrocknet das Gras. Du hast. Ich konnte euch gar nicht vorstellen, wie hart ich diese Videos feiere, ne? Digga, richtig geil. Ungelogen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid. Original-Link natürlich wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag, Freunde. Bis dahin. Macht's gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.